Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Lego Batman 2 DC Super Heroes. Mein Name ist EditLP. Wir haben eine Bruchlandung erlebt. Und ja, das ist auch der Missionstitel gerade. Und wenn ich so klug war, nehme ich das auch wieder als Titel der Folge. Oh. Und wie sieht das lustig aus? Toll, ich wollte jetzt damit fahren. Hallo. Wo müssen wir überhaupt hin? Müssen wir in die ganz andere Richtung. Warum sagt mir das keiner? Leute, ja, in der letzten Folge haben wir natürlich ein bisschen gefailt, wollte ich gerade sagen. Das war ja nicht nur ein bisschen, das war ja doch schon ein bisschen mehr. Immerhin haben wir so viele Transistoren übersehen. Wir hätten echt alle kriegen können, denke ich mal. Werde ich jetzt nicht sehen, sehe ich vielleicht, wenn ich das Spiel wirklich mal zu 100% durchspielen sollte. Ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Das Spiel an sich macht ja sehr viel Spaß, von daher denke ich mal, das wird bestimmt irgendwann noch kommen, wenn ich genug Zeit habe. Derzeit geht es mir ja bei den Spielen erstmal nur um die Hauptstory, aber ich werde das dann auch, denke ich, noch nachholen. Wann kann ich jetzt aber noch nicht sagen, also fragt auch lieber gar nicht nach. Ja, ist natürlich schön, zu Fuß rumzurennen. Oh ja. Was haben wir da oben für einen Bildschirm? Kann ich nicht kaputt machen. Schade. Okay, aber wir holen uns erstmal ein Fahrzeug. Denke ich. So. Ja, ja. Na los. Ein Moment ist vorbei. So, in Gossen. Da ist der Pinguin. Machen wir alles noch. Wir haben hier noch genug Captain Boomerang und so weiter. So, jetzt wollen wir aber erstmal. Ja, das wollte ich dir gerade sagen. Ein Fahrzeug. Wir haben nur Robins Motorrad noch. Ach du Kacke. Ja. Würde ich sagen, lassen wir auch Superman damit fahren. Der scheint doch ein bisschen angeschlagen. So, meine Fahrkünste. Woo! Warum hüpft das Ding? Hey, das Ding kann ja auch schießen. Bin ich jetzt falsch abgebogen? Egal. Kriegen wir trotzdem hin. Hoffe ich. Ne, kriegen wir irgendwie nicht hin. Doch, jetzt. Nach rechts. Ah, okay, da brauchen wir ja eh jetzt Superman. Ja. Danke. So, würde sagen, du kriegst es auch hin, ja? Ich meine, du bist geschwächt und so weiter, aber trotzdem musst du noch deine Dienste erfüllen hier. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Mit TT Games. Ach man. Da vorne haben wir den noch, den. Koloss. So. Ja. Ihr habt nicht gesehen, wie ich durchgefahren bin. Natürlich kommt jetzt wieder ein schönes langer so ein schöner langer schwarzer Ladebildschirm. Obwohl die Straßen von Kriminellen wimmeln oder auch nicht. Und Arkhams gefährlichste Insassen unsere Sehenswürdigkeiten in Beschlag haben, geht das Leben für viele Bürger unerschüttert weiter. Im selben robusten Durchhaltewillen, der Gotham City ähnliche Krisen schon öfter überstehen ließ, lassen Pendler ihre Autos stehen und nehmen die U-Bahn. Ein zuverlässiger Schutz vor... Was? Es tut mir leid. Soeben erreicht uns die Nachricht von einer großen Explosion in der U-Bahn-Station Stadtmitte. Die Bürger werden gebeten, ihren Reiseweg dementsprechend zu ändern. Sehr schön, weil es ja auch noch so viele gibt. Ich kann es auch. Ich kann auch erschrocken sein. Ich finde doch die Blume richtig geil. Oh.
Superman, du hast es doch gerettet, oder? Oder auch nicht. Hättest du ja ruhig mal machen können. Oh, was? Ja, okay, da sind wir jetzt aber auch schon wieder in dem nächsten Level. Können wir jetzt wenigstens wieder fliegen? Warum sollten wir auch fliegen können? Ach, weißt du, Superman, nichts gegen dich oder so, aber dann bist du irgendwie wertlos. Das Tolle an dir war das Fliegen. Aber wenn du das auch nicht mehr kannst, dann bist du schwach. Wo ist eigentlich Robin? Ganz ehrlich, wo ist Robin? Den habe ich jetzt schon Folgen nicht mehr gesehen, ey. Ich vermisse den Kleinen. Das war irgendwie lustig. Joa. Ja, war lustig. Wisst ihr, wir sind hier übelst am Arbeiten mit Superman. Obwohl Robin übelst der Fan von ihm ist und Robin ist einfach nicht da. Ist irgendwie schade. So, wir machen einfach alles kaputt in der Hoffnung, wir finden was, was wir hier aufbauen können. Was bisher noch nicht so aussieht. Ja. Nichts weiter. Okay. Da können wir nichts machen. Bisher jedenfalls. Okay. Ich weiß doch gar nicht, was ich gerade sagen soll. Das ist gerade, denke ich mal, die längste Aufnahmesession, die ich seit langem habe. Abgesehen von Portal 2 natürlich. Das waren ja ewig lange Aufnahmesessions. Beziehungsweise Portal 1. Ach komm. Schöne 12er kommen, geil. Ja. Blauer Stutt. Das kann man doch hier bestimmt kaputt machen. Oder auch nicht. Aber hier können wir noch bestimmt was rausholen. Man kann immer noch irgendwo was rausholen. Auch aus Videos. Oder Qualitäten. Man kann immer was rausholen eigentlich. Man kann auch aus Banken immer was rausholen. Außer die Banken sind pleite, wie Griechenland. Was? Okay, der war alt. Ja, warum wollte ich da jetzt mit Batman ran, um genau zu, wenn ich mal fragen darf. Ach, das kannst du noch, ja? Ja. Komm, wir räumen auch gleich mal das hier aus dem Weg. Ich weiß zwar jetzt nicht wofür genau, aber... Na komm. Bauen wir das allein auf. Er kriegt's ja eh nicht auf die Reihe. Er schafft's ja nicht mal die Stutz hier einzusammeln. Okay, diesmal wird es glaube ich nichts mit den wahren Superheld. Ich mach da hinten irgendwas kaputt. Ich dachte, ich mache vorne was. Mann. Ich denke mal, das ist auch hier bald vorbei schon das Spiel. Das sieht mir irgendwie schon jedenfalls schon mal sehr nach dem Ende aus. Von der Story her. Ich will ja sowieso, wie gesagt, erstmal nur die Story beenden. Und mich dann wieder neuen Projekten widmen. Ja. Och, jetzt macht es doch einfach bitte nur aus. Danke. Das war jetzt gerade wieder sowas von unnötig, dass es nicht richtig kaputt ging, beziehungsweise aus. Egal, ich will mich nicht aufregen, es ist ein schönes Spiel, von daher, hey. Alles ist in Ordnung. Also macht jetzt hier keinen Stress.
Ja. Ich komme an die Stützen nicht ran, okay? Ach nö. Ja, klar. Man hätte ja vielleicht auch hier mal in Ruhe arbeiten können. Na, das wird ja einen hier verwehrt. Kann ich das hier auch kaputt machen? Nö. Aber, So. Gucken wir mal noch auf der Seite. Da, hier haben wir schon den nächsten Anzug. Dachte ich mir schon, dass wir den jetzt bekommen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wofür wir den Elektroanzug bekommen haben, aber okay. Wird bestimmt schon einen Grund haben. Na los, hau mal alles. Klein Bats. Und tschu. Wir wechseln schon mal. Ah, okay. Dafür haben wir den Elektroanzug. Okay, dann wollen wir jetzt mal wieder wechseln. Ah, zum Glück mussten wir jetzt mal nicht weiter rennen. Das war jetzt mal wieder angenehm. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Oh, darf ich wieder wechseln? Mann. Mann. Unnötig. Ich freue mich schon, wenn ich das wirklich mal weiterspielen sollte, dann auf den freien Spielmodus. Da kann ich dann hoffentlich einfach wieder die ganzen Klassen wechseln, beziehungsweise die ganzen Anzüge. Mit dem Tastendruck. Was ja jetzt noch nicht möglich ist. Na komm. Komm, geh einfach kaputt. Aber wohl. Obwohl, komm hier. Warum bin ich denn so blöd? Ich kann doch hier einfach mit Superman mit seinen komischen Hitzestrahl durchgehen und einfach nur für Ärger sorgen. Okay. So, wir humpeln noch zum Checkpoint. An der Stelle speichern wir dann jetzt auch ab. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Lego Batman 2 DC Super Heroes. Mein Name ist @LP und ich sage danke fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss.